Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal wieder um eine kleine Taschenlampe gehen. In dem Fall ist das die Boroid V10. Und hierbei handelt es sich um eine Taschenlampe, die halt mit 1000 Lumen beworben wird. Darüber kann man halten, was man denkt. Ich bin mir ziemlich sicher, 1000 Lumen hat sie nicht, aber sie ist schon wirklich verflucht hell. Übrigens hier seht ihr auch noch die Akkulaufzeit bei voller Leistung 2,5 Stunden. Und das war der eigentliche Grund, warum ich mir die geholt hatte. Denn so eine große Akkulaufzeit finde ich tatsächlich schon sehr entgegenkommend. Im Lieferumfang ist nochmal so ein kleiner Schlüsselring dabei, sowie auch das Ladekabel, plus natürlich die Bedienungsanleitung. Und es gibt halt hier verschiedene Modis. Ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen. Wie gesagt, man könnte sich hier mal die Anleitung zu Herzen nehmen. Mal schauen, ob da was draufsteht. Also wirklich viele Leuchtmethoden hat die jetzt nicht. Im Endeffekt ist es nur einschalten. Das ist dann auch direkt der Turbo-Modus. Lässt man los, geht sie wieder aus. Ist ganz schön hell. Was man natürlich sehen kann, ist, dass hier diese beiden Leuchten aufleuchten. Das sieht man vor allen Dingen, wenn man es so ein bisschen schräg hält. Diese kleine Leuchte hier unten, die ist da noch nicht an. Mal schauen, was passiert, wenn man zweimal drückt. Ah, dann hat man halt die kleinere Leuchtstufe, also Stufe 1. Mal schauen, wie viele Stufen es gibt. 1, 2, 3, 4. Okay, 4, 2, 3, 4. Das ist dann dementsprechend die hellste Stufe. Ist schon gar nicht schlecht. Sieht aber im direkten Vergleich jetzt nicht viel heller aus als wie die Olight i2R oder wie auch immer sie heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, die 150 Lumen hatte. Aber gut, glauben wir mal, dass das hier 1000 Lumen sind. Wie gesagt, ich bezweifle es ein bisschen. Gibt es noch eine dritte Möglichkeit bei drei Klicks? 1, 2, 3. Nein, nein. Es gibt halt nur die beiden Möglichkeiten. Das heißt, entweder direkt Powerlicht oder mit zwei Klicks halt in die zwei Leuchtmodis reinkommen, wo man halt die verschiedenen Stufen durchgehen kann. Hier leuchtet übrigens so eine grüne LED, die einem auch sagt, das Licht ist an. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber so kann man es wieder ausschalten. Jetzt merke ich gerade, dass die Lampe hier im vorderen Bereich schon etwas warm wird, obwohl sie jetzt gerade mal ein paar Sekunden an war. Also es ist jetzt nicht heiß, aber man merkt halt, dass sie warm wird. Dann haben wir hier zusätzlich noch dieses Blitzsymbol drauf. Das Licht hier ist heute leider wirklich grausam. Ich kann es leider nicht ändern, aber was passiert bei dem Blitz? Ist ein Alarm. Okay, der ist natürlich sehr interessant, wenn man irgendwo in einer Notsituation ist und man möchte auf sich aufmerksam machen, den Knopf einfach drücken und gedrückt halten. Was ein bisschen blöde ist. Ah, hier gibt es tatsächlich noch ein blaues Licht. Ein rotes Blinklicht. Dieses ja, wechselnde Licht. Ein weißes Seitenlicht. Ist jetzt nicht sonderlich hell, aber würde auf jeden Fall nachts reichen, um sich ein bisschen orientieren zu können oder um was lesen zu können. Dann haben wir nochmal ein gelbes Licht, ein sehr warmes Licht. Und ein grünes Licht ist auch noch dabei. Okay, wie schalte ich das wieder aus? Und ich glaube, eingeschaltet hatte ich das mit zwei Klicks jetzt. Ja, genau. Und dann kann man durch die einzelnen Modis durchgehen. Und wenn man es lange gedrückt hält, geht es aus. Was ich ein bisschen schade finde, eben was diese Notsituation betrifft, da muss man wirklich drücken und die ganze Zeit gedrückt halten. Und naja, ganz ehrlich, also wenn man jetzt in einer Notsituation ist, dann wäre es doch viel cooler, wenn man eben einmal hier drauf drückt, zack, der Alarm geht dann los und scheppert dann halt so lange Alarm, bis das wieder gedrückt wird. Denn die Situation ist ja naheliegend, dass man hier den Alarm gedrückt hat und während man ihn drückt, wird einem einfach die Lampe aus der Hand geschlagen und schon ist der Alarm vorbei. Finde ich jetzt tatsächlich nicht super gelöst. Es ist okay, dass überhaupt ein Alarm dabei ist, finde ich generell gar nicht dumm. Aber naja, hätte man etwas besser lösen können. Aber wie gesagt, mit diesen Seitenlichtern, die es hier gibt, interessant finde ich vor allen Dingen das rote Licht, was halt sehr gut ist, um sich nachts orientieren zu können, oder auch das grüne Licht.
Blau ist jetzt hier tatsächlich mal nicht dabei, beziehungsweise bei dem Wechsellicht war es jetzt dabei, oder? Ich mache nochmal zwei. Ja, ein rein blaues Licht gibt es halt nicht. Es gibt halt dieses Wechsellicht mit Rot. Ah, hier ist doch tatsächlich blaues Licht. Also das finde ich schon wieder interessant. Oder auch das rote Warnlicht, wenn man nachts joggen geht, einfach hier hinten dran aufhängen, was weiß ich, hinten am Rucksack oder so. Tatsächlich nicht dumm. Hat halt viele Möglichkeiten. Auch das sorgt natürlich dafür, dass man gut gesehen wird nachts. Hat also einige wirklich, wirklich coole Modis dabei. Hier hinten ist nochmal so ein kleiner Magnet, denke ich, dass das ein Magnet ist. Ja, der ist jetzt nicht sonderlich stark, aber er reicht auf jeden Fall, dass es, also selbst in der Waagerechten wird es gut gehalten. Das ist ja interessant. Ich hätte mir jetzt gar nicht so viel zugetraut, aber er hält tatsächlich überraschend gut, bis zum gewissen Grad halt. Dann hier hinten ist noch diese Fangriemenöse. Hier ist der USB-Anschluss, der tatsächlich sehr gut verschlossen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die wasserdicht ist. Ich glaube, die hatte nur IPX4. Das heißt, also gut gegen Spritzwasser geschützt, mehr aber auch nicht. Aber hier auf jeden Fall ein USB-C-Anschluss. Also das finde ich schon wiederum tatsächlich sehr gut. Die Lampe hier kostet in Deutschland um die 25 Euro. Ich hatte die bei AliExpress bestellt, weil ich mir da ein Solarpanel bestellt habe. Das stelle ich mal ein anderes Mal vor. Und da hat mich die Lampe 4 Euro gekostet. All inclusive. Versand ist keiner angefallen. 4 Euro war alles darin enthalten. Es gibt auch noch andere Modelle. Wie gesagt, das ist jetzt die Boroid V10. Es gibt halt die V30, glaube ich, noch, die V20. Es gibt die V1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Aber das hier ist tatsächlich eine recht coole Lampe. Gefällt mir sehr gut. Von den Modis her sehr gut. Wie gesagt, kleiner Kritikpunkt wäre halt das mit dem Alarm. Vielleicht auch noch, dass sie nicht wirklich, wirklich wasserdicht ist, weil ich sehe jetzt hier nichts, wo Wasser eindringen könnte. Hier vorne hätte man halt noch Dichtungen reinmachen können. Dann wäre das Ganze vielleicht richtig wasserdicht geworden. Oder ja gut, ich denke mal hier, das ist die Schwachstelle bei den Griffen, das da richtig abzudichten. Naja. Aber ansonsten, wie gesagt, für 4 Euro der absolute Schnapper. Dafür halt wirklich mega, mega geil und unglaublich interessant. Für 25 Euro müsste ich wirklich zwei, dreimal überlegen, ob ich sie mir da kaufe. Aber das könnt ihr dann selber entscheiden. Was haltet ihr von der Boroid V10? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.